Ja, jetzt. Ja, das ging ja auch nicht in die Sonne. Ja, guten Morgen, Herr Feddersen. Mein Name ist Berthold Kunz von Lena Isten TV. Wir sind vom Lena Fanclub. Guten Tag, Herr Kunz. Ich wollte mal von Ihnen wissen, ob Sie schon eine Ahnung haben, warum es gestern zu diesen technischen Pannen gekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, niemand hat Ahnung und niemand zeigt mit dem Finger auf den anderen. Ja. Und ich finde das eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil die Panne ist eine Panne und misslich, aber das zeigt auch, dass die Deutschen also keinen Perfektionswahn mehr hinterherhängen. Ja, es ist auch schön, wie das Ganze so schnell improvisiert werden konnte über Telefon und irgendwo klang es auch wieder sympathisch. Also ich fand es auch ein bisschen witzig, das so in dieser Telefonqualität dann zu bekommen. Haben Sie denn in der Halle gesessen oder haben Sie das Ganze mit den Kommentaren von Peter Urban verfolgt? Ich habe erstens im Pressezentrum gesessen, zweitens habe ich die Kommentare von Peter Urban verfolgt und ja. Ich war zufrieden und ich kann Ihnen da nur recht geben. Es war mir auch sympathisch. Ja. Gestern sind einige Nationen ausgefallen oder rausgeflogen, von denen ich es nicht erwartet hätte. Mhm. Aber niemand kann was für ihre Erwartungen. Nein, aber wenn man jetzt mal so auch im Internet guckt, bei den Wettanbietern oder bei der Google-Prognose. Ja, ne? Ja. Finde ich auch. Also, Jetwart auf Nummer 1 ist natürlich so eine Sache, ob das wirklich hinhaut oder ob das vielleicht nur an deutschen Klicks liegt, weil Jetwart hier sehr fröhlich auftritt. Ich glaube an Klicks nicht mehr. Ich glaube nur auf die Wahrheit, also an die Wahrheit, die auf dem Platz ist, wie man im Fußball so sagt. Und die Wahrheit findet am 14., am nächsten Sonnabend statt. Ja. Welcher Auftritt hat Ihnen denn gestern am besten gefallen? Der Isländer. Und ich finde, sympathischerweise sind sie ins Finale gekommen. Ja. Und auch der Finne hat mir gut gefallen. Den tippe ich ohnehin als Sieger. Und die Schweizerin fand ich auch gut. Ich fand das sensationell, dass die Türkei nicht weiterkam. Aber auch das machte hinterher Sinn, weil das Lied einfach nicht gut war. Obwohl das auch eine von den Nationen war, wo ich selber meinte, dass mich das wundert, dass die rausgeflogen sind, weil es war auf jeden Fall jede Menge Power da. Ja, Power alleine reicht nicht. Also ein Auto, das einen zu starken Motor in sich trägt, macht im Zweifelsfall gleich den ersten Unfall, würde ich mal schätzen. Ja. Und das türkische Lied hat man deswegen im Finale erwartet, weil die Türkei eigentlich immer ins Finale kommt. Und offenbar ist es so, dass die ganze Theorie, dass die Migrationscommunities der Türken immer automatisch für das Land ihrer Väter und Mütter stimmen, dass diese Theorie offenbar Quatsch ist. Ja, ich habe mich auch sehr für die Isländer gefreut. Ich finde den Titel auch grandios. Mhm. Bei mir auf der Liste steht drauf, super Lied, aber ob das ESC geeignet ist, weiß ich nicht. Da bin ich schon sehr zufrieden, dass die Zuschauer das richtig erkannt haben. Auch den Finnen fand ich, auch wenn es von anderen Leuten als vielleicht naiv oder ähnlich bezeichnet wird, ich fand es sehr schön. Mhm. An eine bessere Welt zu glauben, ist naiv? Nein, ich habe jetzt zitiert, was andere sagen. Ich finde das Lied sehr schön. Mich rührt es teilweise zu Tränen, wenn ich es höre, weil ich höre es auch sehr oft im Auto. Deswegen, ich finde es sehr schön. Das klingt wie Ihr Auto. Aber was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, diese LED-Wand im Hintergrund, die fand ich jetzt bei Serbien zum Beispiel zu grell und bei einigen anderen Auftritten auch, dass es für den Zuschauer ein bisschen anstrengend war, das Bild mit dem Sänger im Vordergrund richtig vernünftig zu sehen. Man könnte Man könnte sagen, dass die LED-Wand bei Polen ganz besonders beeindruckend wirkte, aber das hat damit zu tun, dass die Polin Magdalena Thul ohnehin ein lichtschluckendes Wesen eher ist und da verschwand dann ja auch ihr Auftritt. Also man kann sagen, die schwachen Auftritte hat die LED-Wand verschluckt und die guten Auftritte hat die LED-Wand gnädig behandelt. Obwohl, ich fand jetzt Serbien selber als sehr gut. Aber da ist es mir sehr stark aufgefallen, dass ich dieses Wilde im Hintergrund doch etwas schade fand, weil ich diese Sängerin eigentlich... Wir führen jetzt ein Fachgespräch, kein Interview mehr. Ja, ist doch auch gut, oder? Okay. Sie sind doch Fachmann. Ja, kann irgendwie nur sagen, auch da muss man die Wahrheit zitieren. Und die Wahrheit ist, dass Serbien im Finale ist. Also offenbar hat es funktioniert. Ja, ich bin froh, dass er im Finale ist, weil ich das Lied super finde. Ich finde auch den ganzen Auftritt toll, nur bei der LED-Wand, da hätten sich vielleicht die Techniker was anderes einfallen lassen sollen. Das ist ein bisschen zu wild gewesen. Choice, würde ich sagen. Die haben es doch ausgewählt. Ja. Na gut, dann vielen herzlichen Dank, Herr Feddersen, Gerne. Für dieses nette Gespräch. Was soll ich sagen? Schönen Tag.
Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss.